Ach, Mass Effect ist Englisch, heißt wahrscheinlich Masseeffekt. Ja. Und ist ein physikalisches Phänomen, das du jetzt bestimmt erklären kannst. Ja, physikalisches Phänomen nicht. So bezeichnen die ganzen außerirdischen Völker diesen Technologiesprung, die Menschheit auf einmal vollzogen hat, durch diese außerirdischen Technologie, die sie gefunden haben und sich somit selbst diesen Technologiesprung verschaffen konnten. Aber wir haben gerade erfahren, dass wir mit unseren John Shepard auf einem Testflug sind. Aber da steckt natürlich mehr dahinter. Wir gehen direkt zurück ins Spiel, bewegen uns jetzt ganz normal durch unser Raumschiff. Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptor hinterher. Da, wenn jemand blau, wenn das angezeigt, dann heißt, ich kann mit der Person sprechen oder interagieren. Die lassen wir jetzt aber mal links liegen. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectre. Wir werden gleich noch sehr viel sprechen hier. Und jetzt treffen wir auf einen Turianer. Das sind diese Außerirdischen, mit denen die Menschen mal im Krieg waren. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Und jetzt kann ich eben auswählen. Wenn ich nach links gehe, dann gehe ich ein bisschen tiefer in die Konversation ein. Ja. Und wenn ich nach rechts gehe, dann ist ein bisschen, bleibt es ein bisschen oberflächlich. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Du siehst schon jetzt hier oben, das ist so mehr als das. Das heißt jetzt, da können wir jetzt drauf antworten oder na und. Das ist halt so ein bisschen forscht, diese Antwort. Das heißt sozusagen, wir drücken ein bisschen mehr unseren bösen Charakter aus. Aber ich bin eigentlich ein recht netter Kerl. Aber wir machen einfach mal neutral, weiß nicht. Ich war noch nie dort. Aber Sie haben davon gehört. Der Ort ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wissen Sie etwas Besonderes? Das ist übrigens der Sprecher Ihre von Leute der Aschmar gelten aus immer noch Fans. Als Neuankömmlinge, Shepard. Wer? Die Galaxie welcher? Kann ein der Typ, der im Senat versucht. Welcher von den beiden? Der Außerirdische. Ist die Allianz Achso. Wirklich und der andere, dafür? Das ist Thomas Vogt, der spricht immer Clive Wir Owen oder Aaron Eckhart. Ah, okay. Gut. Erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Dürfte ich Sie um eine Erklärung bitten, Captain? Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Wie lautet unsere Mission, Captain? Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Also grafisch muss man sagen, ist das schon sehr beeindruckend. Können Sie mir noch etwas mehr darüber sagen? Allerdings muss man auch sagen, das Spiel hat wirklich Probleme mit Textur-Pop-Ins. Also es ist oftmals so, dass man Szenen sieht und dann sehen die ganzen Sachen, Objekte noch ziemlich detailarm aus und dann erst ungefähr 3-4 Sekunden später poppen dann die scharfen Texturen ein. Und das passiert oft auch in Dialogen, hier am Anfang nicht, aber später im Spiel oder nach ein paar Stunden sieht man fast in jedem Dialog, den man führt, ah, jetzt poppt erst die Rüstung von dem einen, Kamera schwenkt, der eine ist wieder unscharf und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen Hilfe kann niemals schaden. So, und jetzt muss man mal sagen, also dieser Turianer, das ist ein Spectre. Das ist nochmal so eine besondere Gruppierung sozusagen, ja. Die Weltraumpolizei, die Jedis sozusagen, die sorgen für Recht und Ordnung. Ja. Und bis jetzt durfte kein Mensch ein Spectre werden. Und wir klar, werden natürlich versuchen, in dem Spiel auch Spectre zu werden. Das ist natürlich klar, weil wir sind der Held in dem Spiel. Und wir müssen jetzt leider diesen langen Dialog auf uns nehmen. Ich werde versuchen, ihn ein bisschen abzukürzen. Die Turianer sind nur zu Besuch, ne? Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Die Turianer sind nur zu Besuch. Wie, die sind nur zu Besuch? Ja, sind nur Touris. Ich verzeihe dir. Einer Reihe von Missionen. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender. Ja, wir sind nämlich bei einem Planeten Eden Prime. Da ist ein Sender, ein Außerirdischer, aufgekommen und den möchten wir uns schnappen, denn der könnte wieder außerirdischer Herkunft sein und wir hoffen uns dann natürlich wieder ein bisschen mehr Forschungsdrang bzw. Klarheit über das ganze Universum. Doch natürlich stellt sich ziemlich schnell heraus, da ist was los. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Was? Was hat er gesagt? Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Ja,
Ihr seht auf jeden Fall, es gibt viele Dialoge, viele Sequenzen bzw. Zwischensequenzen in dem Sinne. Es ist halt ein Rollenspiel und das ist durchaus an diversen Stellen einfach ein bisschen ruhiger als ein Ego-Shooter und so weiter und so fort. Aber das macht auch viel der tollen Atmosphäre aus einfach. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Ja. Und wir werden jetzt gleich auf den Planeten gehen, dieser Sache auf den Grund gehen, was mit diesem Sender auf sich hat, warum wir nicht in den Genuss dieses Senders kommen werden, beziehungsweise wir uns versucht, den strittig zu machen. Und deswegen landen wir jetzt eben hier auf diesem Planeten. Und das ist sozusagen unser erster Trip auf eine fremde Welt. Ausrüstung bergen. Ausrüstung bergen, genau. Ja. Weil, was viele nicht wissen, ist, dass nämlich unglaublich teure Kopfhörer verloren gegangen sind, eben, als sie angegriffen haben. Das ist ganz, ganz schlimme Sache. Es passiert oft und die muss man von vielen außerirdischen Rassen verteidigen. Ich glaube, der Max-Bereich, der hat sowas geschafft. Ja, die haben die in Sicherheit gebracht und die zeigen euch heute diese Artefakte der Akustik einmal. Viel Spaß. An Return sind die Fronten ganz klar. Da gibt es Außerirdische, die sind böse, die müssen bekämpft werden. Hier bei Mass Effect liegt der Fall noch ein bisschen im Unklaren. Da verschwimmt es alles gerne mal ein bisschen. Wir sind gerade auf einem Planeten gelandet, müssen hier gleich zu Gange gehen und beziehungsweise diesen Sender finden. Doch, ich wollte mal ganz kurz auf das ganze System der Erfahrungspunkte und des Levels eingehen. Wenn ich Start drücke, komme ich in dieses Menü. Dann kann ich mich hier bewegen, gehe zum Beispiel ins Squad rein. Dann sehe ich hier mich zum Beispiel. Dann sehe ich rechts meine Talente, Pistole, technische Panzerung, Fitness und so weiter und so fort. Alles, was grau ist, kann ich im Laufe des Spiels freischalten. Und da zum Beispiel Präzisionsgewehr schalte ich frei. Wenn ich bei Pistole so viele Erfahrungspunkte habe. Hier. Ah, ja. Bis dahin, wenn ich 5 Punkte da habe, dann schalte ich Präzisionsgewehr frei und kann eben da weitermachen. Und so funktioniert dieses ganze System. Ich habe 3 Punkte, verteile ich jetzt mal hier auf Pistole was, auf technische Panzerung und was nehme ich noch? Infiltrator. Reduzierung der Hitzeentwicklung wird dann alles rechts angezeigt. Dann sieht man auch um meinen Kopf herum vorbildlich und abtrünnig diese orangene und dieser blaue viertelte Kreis. Das zeigt mir sozusagen, was meine Gesinnung ist. Mit dem rechten Trigger und dem linken Trigger komme ich zu meinen Besatzungsmitgliedern. Ich kann durch einen Druck auf Y kann ich auch automatisch Punkte verteilen lassen. Da muss ich mich nicht jedes Mal drum kümmern. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie sich das auswirkt, wenn du deine Gesinnung in die eine oder andere Richtung ausprägst? Das kann ich noch nicht sagen. Ich habe selber zu wenig dafür gespielt noch. Also du kannst halt, du kannst dich irgendwie entwickeln. Die Charaktere nehmen dich anders wahr einfach. So wird das wie bei KOTOR laufen. Die einen sind dir dann dafür mehr wohlgesonnen, die anderen weniger und so weiter und so fort. Denke ich mal, dass es in diese Richtung geht. So, ich habe Punkte verteilt. Ich könnte jetzt hier auch noch ins Ausrüstungsmenü gehen. Da kann man auch noch jede Menge Sachen machen. Ich kann Upgrades machen für meine Waffen zum Beispiel. Kann ich mir dann aussuchen. Hier habe ich zum Beispiel den Rückstoßdämpfer, reduziert den Rückstoß und so weiter und so fort. Ich habe für viele Waffen habe ich Slots, aber das kommt immer auf die Waffe auch an, also wie gesagt, wie viele Slots man dann hat. Wir gehen jetzt mal hier raus und zocken weiter. Ja, der Kollege, den hat es erlegt. Jetzt können wir Squad-Befehle geben. Jetzt habe ich den Digitalpad nach rechts gedrückt. Das heißt, alle meine Squad-Mates fokussieren sich auf dieses eine Ziel. Ziel am Boden. Volltreffer. So. Und ich kann auch noch weitere Befehle geben. Ja, jetzt den Kollegen zerlegt. Kann mir natürlich nochmal anschauen und dann einen kleinen Dialog dazu abspüren. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Du bleibst aber immer auch in der Third-Person-Sicht, ne? Kannst du auch beim Schießen nicht umschalten. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende Nee, das geht nicht. Man bleibt immer aus dieser Über-die-Schulter-Perspektive sozusagen. Aber es funktioniert richtig gut. Also, coole Sache. Jawohl, Sir. So, jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, dass er ein richtiges Begräbnis verdient. Das zeigt natürlich wieder unsere Gesinnung an. Das sind ja einfach so außerirdische Lebensformen. Die tun uns nicht großartig was. Sind so kleine Balance in dem Sinne. Ganz wichtig, wie gesagt, ich kann mit dem digitalen Kreuz Befehle geben, welches Ziel angegriffen werden soll.
Und unten links, man sieht auch, wenn ich ballere, dann steigert sich so ein Balken. Meine Waffe kann auch überhitzen. Das ist ganz wichtig, darauf zu achten. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Hier ist ein Upgrade-Kit. Nehmen wir mal alles mit. Also das Ganze ist schon actionreich, aber wie gesagt, es ist hauptsächlich schon noch ein Rollenspiel. Es hat diese Action-Elemente, aber es gibt auch sehr viele Sachen, die man eben durch Dialoge und Laufwege löst in dem Sinne. Oh! Ja, und jetzt lernen wir eine weitere neue Rasse kennen. Das sind die Geet. Die sind so ein bisschen wie die Borg. Das sind so mechanische Lebensformen, die durchaus totes Muskelgewebe zu Leben erwecken können, um es dann für sich kämpfen zu lassen. Und das machen sie mit diesen Stacheln. Jetzt habe ich mich mal geheilt. Danke für die Hilfe, Commander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Dann Waffen auch wegstecken. So, und das ist jetzt eine neue Kollegin, die wir hier kennengelernt haben. Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen, aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einziger übrig. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Jawohl, Sir. Wir hielten unsere Stellung... Sie überspringen jetzt ein bisschen hier die Dialoge. Ist in der Nähe, gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Wir könnten Ihre... Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Jetzt geht's los und jetzt kann ich noch zwei besondere Merkmale zeigen. Denn man kann auch über den Knopf RB und LB noch weitere Besonderheiten hervorrufen. Wenn ich jetzt RB drücke und gedrückt halte, rufe ich dieses Menü auf. Und das ist jetzt ähnlich wie zum Beispiel bei KOTOR die Machtfähigkeiten, die man einsetzen kann. Da sieht man hier zum Beispiel, was ich jetzt hier unten angewählt habe, Überlastung. Feindliche Schilde in einem bestimmten Radius werden beschädigt. Oder das hier... Sabotage überhitzt die Waffe der Feinde in der Nähe und verursacht geringen Brandschaden. Und das sind halt für die verschiedenen Personen. Hier ist für Ashley, da ist für Caden und hier ist für Shepard, für mich sozusagen. Wenn ich X drücke, dann wird es sozusagen als Quick-Button auf RB gelegt. Und jedes Mal, wenn ich das dann benutze, einfach nur ganz kurz RB antippen, dann benutze ich das richtig sozusagen. Wieder kurz mal heilen und so weiter und so fort. Und dann mit LB, dann kann ich meinen verschiedenen Gruppenmitgliedern auch noch Waffen zuweisen. Das kann man auch ändern, oder? Wie bitte, bitte? Das kann man ja auch ändern dann im Laufe des Spiels. Natürlich. Also ich überlege gerade, weil meine Special Ability ist ja Werbung. Ja, das ist eine sehr vernichtende Waffe. Ja, und wenn ich das, ich spiele mit dem Gedanken, das auch mal auszutauschen. Ja, wäre vielleicht mal schön. Ja, aber noch kann ich nicht, deswegen... Noch ein bisschen aufsteigen.